Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute backen wir. Ja, ich habe hier Oreos, also backenmäßig, ne? Ich habe hier Oreos. Wir machen einen Oreo-Tassenkuchen übrigens. Eigentlich nur vier nehmen, aber ich habe drei. Das sind so nicht normale Oreos, sondern so andere aus Korea. Ich Hunger. Hier ist jetzt ein Esslöffel Mehl, ein Teelöffel Kakao und ein halber Teelöffel Backpulver drin und hier drei Oreos. Das machen wir dann zusammen. Und dann noch 60 Milliliter Milch. Nichts, oder? Ihr seht nichts. Egal. So, dann haben wir hier einfach mal so eine Tasse. Machen wir hier einfach 60 Milliliter. Ich muss kurz nach vorne schauen. Oh, ich sehe gar nichts. Das sind jetzt 28. Ich hoffe, die Milch reicht. Oh, das sind schon 100. 79. Ja, was soll ich machen? 72? 59. So, das sollte passen. Oh, ups. Nein, egal. So. Okay, da kommt das auch rein. Und dann werden wir das einfach mal pürieren und dann so verkneten, sag ich mal. Also so, quasi mal so. Und dann für 2 Minuten in die Mikrowelle. Mehr Anweisungen habe ich nicht. Ich verlinke euch einfach mal. Ich schaue euch hier mal den Kanalnamen hin, woher ich das habe. Wahrscheinlich kennt ihr die beiden auch schon. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, sonst nicht, dann das wäre doof. So, ich vermenge das jetzt einfach mal, damit das eine richtige Brühe wird. Und ich hoffe, ich schmeckt das. Es soll wohl ein 2 Minuten Tassenkuchen sein, aber irgendwie stehe ich hier schon 10 Minuten und versuche das zu vermengen. Also 2 Minuten sind das jetzt nicht unbedingt. Und das also noch 2 Minuten in die Mikrowelle. Hey, voll lecker. Ich hoffe, das schmeckt dann auch gut. So sieht das jetzt übrigens aus. Ja, sehr lecker. Ich mache einfach mal 600 und 2 Minuten Start. Und wir warten. Irgendwie riecht es hier so ein bisschen verbrannt, muss ich sagen. Okay, das sollte reichen. Ist es heiß? Ich glaube, es geht. Oha! Das sieht echt fluffy aus. Hä, hat's geklappt? Ich habe jetzt einfach irgendwie provisorisch noch Nutella drüber gemacht. Ich mache noch ein bisschen mehr Nutella drüber. Dann gehen wir mal hoch und testen das. Hello. Wir probieren dann so einmal. Ich mische das einfach nur mal durch. Boah, das ist richtig lecker. Probiert das aus. Hier ist aber das Rezept. Auf die Seite.